So, nun geht es darum, was kommt neu ans Rad? Und ich weiß, das interessiert euch immer mal wieder. Ihr seht es ganz offensichtlich, es gibt neue Reifen. Nach dem Schwalbe G1 Overland, die immer noch gut halten, kommen jetzt für etwas mehr Grip im Gelände die G1 Ultra Bite dran in 50 mm. Und ihr seht es hier, da ist ein bisschen mehr Profil. Ich verspreche mir davon ähnliche Sicherheit und Laufleistung und überhaupt Performance wie von den Overland. Also da bin ich gespannt, werde die halt jetzt bei den nächsten Events mal testen. Die kommen tubeless natürlich drauf. Und für tubeless habe ich jetzt auch noch mal eine andere Lösung. Ich bin bislang immer mit dem Tire Booster von Schwalbe unterwegs gewesen. Da muss man hier oben Luft reinpumpen, da wird hier Druck aufgebaut. Und dann kann man das hier ablassen und kann quasi über diesen Booster sozusagen einmal dem Mantel ordentlich Spannung geben. Das hat nicht immer so gut funktioniert, weil das nicht so direkt übers Ventil ging. Da musste ich den Ventileinsatz rausschrauben. Da bin ich auch nur zu doof. Aber für die neuen Installationen habe ich mir den Topeak, Joe Blow Booster geholt. Und zwar das Ding hat Luftpumpe und so einen Booster in einem. Und dann könnt ihr hier sehen, hier wird jetzt quasi Druckluft aufgebaut beim Pumpen in diesen Zylinder hier. Und dann kann das eben auch wie so ein Booster ganz normal abgelassen werden. Oder man schaltet um und dann hat man eine ganz normale Luftpumpe. So, das werde ich ausprobieren. Das heißt also über das Ventil dann. Und dann haue ich alles rein und packe die Luft drauf. Und dann sollte es eigentlich klappen auf dem Laufrad. Ist auch so eine sehr wertige Pumpe. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr es etwas ernster meint mit dem Fahrrad und wenn ihr tubeless fahrt sowieso, weil das lohnt sich dann schon, dass man das zu Hause hat und nicht an die Tankstelle muss. So, Laufrad. Hier neu am Laufrad habe ich jetzt die 12-fach Garberuck-Kassette mir dran gebaut. Ich habe mit Garberuck sehr gute Erfahrungen gemacht, auch beim Silk Road Mountain Race, da bin ich das gefahren, damals 11-fach, jetzt fahre ich das 12-fach, 10-52, also für die SRAM Eagle GX AXS das Schaltwerk passend. Und das werde ich nachher einbauen. Und dazu werde ich auch Garberuck Schaltröhrchen verbauen. Warum, Martin, tust du das? Ja, die SRAM Schaltröhrchen am GX Schaltwerk sind super und passt alles. Die verdrecken nur recht schnell. Die sind ein bisschen dichter gebaut und aus Plastik. Und ich verspreche mir hiervon, zumindest war das meine Erfahrung, als ich die sonst gefahren bin, immer, dass sie nicht so schnell verdrecken und auch ein bisschen leichter laufen. Wir werden sehen. Dafür sind sie mir nach 4.500 zerbrochen. Mal gucken. Also, ist ein Test. Hat nichts zu sagen, dass das besser ist oder das andere schlechter. Einfach mal ausprobieren. Was ich jetzt ausprobieren werde, ist auch ein neues Innenlager. Und zwar von Enduro Bearings. Enduro Bearings sagt euch jetzt vielleicht nicht unbedingt was, aber die bauen vor allen Dingen für über 100 Fahrradmarken, bauen die auch die Lager. Cane Creek, Hope, Nuke Proof, Paul Components und so weiter. Könnt ihr euch ja mal angucken. Und sie bauen auch eigene Lager. Das ist hier das Maxhit Lager und der USP soll hier sein. Einmal, sie geben lebenslang Garantie drauf. Das heißt, sie sagen, das Ding geht nicht kaputt. Sie verwenden hier ca. 5 mm große Kugeln, anstatt Industriestandard ist so 3 mm. Es gibt auch einen recht neuen Testbericht, nicht von Enduro Bearings, sondern von jemand anderes, der genau das auch quasi belegt, dass die, was Effizienz und Laufleistung angehen, momentan wohl relativ das obere Ende sind dessen, was man an Inlagern kaufen kann. Ich bin also gespannt. Habe ich bekommen, ja, muss ich sagen. So baue ich jetzt ein, werde dann wahrscheinlich mein Leben lang Spaß dran haben. Ist jetzt 30 mm, weil ich eine Hochkurbel fahre. Das heißt also, wir schauen mal. Ne? Aber ich bin schon ganz aufgeregt, die einzubauen. Ich hoffe, das kann ich jetzt auch machen ohne extra Schlüssel. Nein, wir werden sehen. Gut, soweit zu mir. Das waren die Updates. Und wenn ihr Fragen zu den Sachen habt, gebt mir einfach Bescheid. Danke.